In dem heutigen Video möchte ich euch einige Übungen zeigen, wie ihr mit einfachen Mitteln eure Beinmuskulatur und Rumpfmuskulatur kräftigen könnt. Wir beginnen mit der Beinmuskulatur. Dazu steht ihr auf einem Bein, in dem Fall auf dem rechten. Das linke Bein ist gestreckt. Ihr könnt die Hände in die Hüften stützen und ihr spreizt das Bein seitlich ab, führt es ran, ab, ran. Wir kräftigen damit einmal die Beinabspreizer, also den mittleren kleinen Gesäßmuskel auf der rechten Seite als auch auf der linken Seite. Dann wechselt ihr die Seite. Achtet darauf, dass ihr schön stabil bleibt, also nicht wackelt. Und das wiederholt ihr je nach Leistungsniveau 10 bis 20 Mal mit jeder Seite und abwechselnd 2 Mal. Eine einfache Übung zur Kräftigung der Rückenmuskulatur. Ihr geht in eine leichte Kniestellung, beugt die Knie ein, schiebt das Gesäß nach hinten, nehmt die Arme in U-Form, bringt die Schulterblätter zusammen, nach unten, nach oben. Achtet darauf, dass der Kopf in Verlängerung der Wirbelsäule ist und dass ihr unten ein leichtes Hüllkreuz habt. Und wiederholt das Ganze 12 bis 15 Mal, richtet euch auf, macht eine kurze Pause und 2 Durchgänge. Als nächstes führen wir eine Kniebeuge aus. Ihr stellt euch wieder in etwa beckenbreit hin, richtet euch schön auf, achtet auf eine stabile Wirbelsäule, schiebt das Gesäß nach hinten, könnt die Hände nach vorne legen, geht nach unten, richtet euch auf, geht nach unten, richtet euch auf. Das Ganze wiederholt ihr je nach Leistungsniveau 10 bis 20 Mal, macht eine kurze Pause und führt 2 Durchgänge durch. Für die nächste Übung brauchen wir einen Stuhl. Wir kräftigen jetzt nochmal Rumpf als auch die Gesäßmuskulatur. Ihr nehmt einen Stuhl, könnt euch auf die Lehne stützen oder auf die Sitzfläche. Je tiefer ihr stützt, je schwerer ist die Übung. Versucht schön stabil zu bleiben. Hebt ein Bein etwas vom Boden ab, senkt ab und könnt eine kleine Bewegung ausführen. 12 bis 15 Mal. Könnt dann die Seite wechseln oder macht eine Pause. Und wiederholt jede Seite 2 Mal. Jetzt dehnen wir den hinteren Oberschenkel. Ihr steht auf dem linken Bein, nehmt euer rechtes Bein nach vorne, das Gewicht bleibt auf dem linken Bein, das rechte Bein ist gestreckt, ihr schiebt das Gesäß nach hinten, geht mit geradem Oberkörper nach vorne, achtet auf einen stabilen Rücken, dann sollte es rechts hinten im Oberschenkel ziehen. Wenn ihr die Zehenspitze noch schön zur Nasenspitze zieht, zieht es ebenfalls in der Wade. In der Dehnposition haltet ihr 15 bis 20 Sekunden, richtet euch auf, wechselt die Seite und wiederholt jede Seite 2 Mal. Jetzt dehnen wir die Wade. Dazu gehen wir in Schrittstellung. Ihr nehmt das linke Bein nach vorne, das rechte Bein ist hinten. Die rechte Zehenspitze zeigt relativ gerade nach vorne. Das rechte Knie ist gestreckt, die Ferse ist auf dem Boden. Dann verlagert ihr das Gewicht langsam nach vorne, sodass es rechts in der Wade zieht. Dort haltet ihr wieder 15 bis 20 Sekunden, wechselt die Seite und wiederholt jede Seite 2 Mal. Jetzt dehnen wir den vorderen Oberschenkel. Ihr steht auf einem Bein, in dem Fall auf dem linken. Die rechte Hand fasst das rechte Bein. Ihr versucht die Ferse Richtung Gesäß zu ziehen, trotzdem schön aufrecht zu bleiben, das Standbein etwas einzubeugen. Dann sollte es vorn rechts im Oberschenkel ziehen. Dann löst ihr langsam die Spannung, haltet wieder in der Position 15 bis 20 Sekunden, wechselt die Seite und wiederholt die Übung abwechselnd 2 Mal. So, das war das zweite Video mit ein paar Übungen zur Kräftigung der Rumpfmuskulatur als auch der Beinmuskulatur. Ich wünsche euch viel Spaß und bleibt gesund.